Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Survivor im New Game Plus. Leute, wir haben heute den Commander oder was? Alter, wir sind ja ein richtiger Krieger. Hat ein zuckendes Bein, aber das wollen wir nicht aufhalten. Und wir legen los, Leute. Heute ist Dagon Gera dran, den mache ich platt. Okay, Reinhard wird wieder rausgenommen. Ich bin gespannt, Leute. Endlich wieder ein richtiger Bosskampf. Bleiben wir in Bewegung. Dieser Druide gehört mir. Okay, Leute, let's go. Ich bin gespannt. Oh, blaues Lichtschwert haben wir. Gegen den habe ich mich beim ersten Mal sehr schlecht angestellt gehabt. Also jetzt nicht beim... nicht beim New Game Plus, sondern in der im ersten wirklichen Durchlauf. Oh mein Gott. Im ersten wirklichen Durchlauf. Oh, der hat aber auch schnelle Angriffsmuster. Ey, ich glaube, mit Dagon Gera komme ich einfach nicht gut zurecht, muss ich sagen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch verbessern. So wird das nix. Wir können ihn ja auch eigentlich, ne? Müsste doch eigentlich gehen, ja. Oh ja, das war gar nicht schlecht. Boah, der hat Angriffsmuster, die sind so schnell. Komm, gleich nochmal. Yes, das war gut. Yes, das war sehr gut. Komm, und jetzt ordentlich Damage drauf. Yes, so soll das aussehen. Jetzt bloß nicht treffen lassen. Ah, nicht treffen lassen, habe ich doch gesagt. Mein Gott. Oh mein Gott, der zieht mir alles ab mit einer Kombo. Puh, ich glaube, das wird schwieriger als vermutet, Leute. Aber ich glaube, gegen den dritten Dagon Gera werde ich ganz arge Probleme kriegen. Alter, der ist aber auch... Ich habe auch sofort auf Blocken gedrückt, nachdem ich meinen Angriff vollführt hatte. Der hat ihn trotzdem noch durchbekommen. Kriegen wir das hin? Ja. Aber wenn wir den... Ja, shit. Wenn wir den Lichtschwertwurf gut blocken, dann verliert er so viel Ausdauer. Das ist eigentlich perfekt. Bei dem Sturmangriff darf ich nicht blocken, habe ich gerade gemerkt. Weil der mir so viel Ausdauer wegnimmt, der gute Herr. Ja, der durchbricht meine Abwehr. Das ist mein Problem gerade. Den müssen wir leeren. Na, das war's nicht. Das werde ich nicht schaffen beim First Try. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, der ist geblockt. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ja, den darf ich nicht blocken. Das ist ein Fehler. Der zieht mir damit so viel Ausdauer ab, dass ich sofort in den... Ja? Nein! Oh, alles gut? Nein, doch nicht alles gut? Ah, mein Gott, ich mache so viele Fehler. Der zieht mir damit so viel Ausdauer ab, dass ich sofort in den, dass ich nicht mehr abblocken kann. State gehe. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal auf die 2-Einzelklinge. Ich glaube, damit klappt es besser. Alright, 2-Einzelklinge, Leute. Mal gucken, ob das besser läuft. Oder dementsprechend nicht. Was hier halt natürlich auch ein riesiger Vorteil ist, ist, wir können in der Mitte unsere Angriffe nochmal aufs Blocken gehen oder so. Das ist möglich bei der Schlagkombo hier. Wir ziehen natürlich deutlich weniger ab. Boah, da aber auch zu kontern ist sau schwer. Hilf mir. Puh, das wird ein Kampf, sage ich euch. Das war gut. Das war nicht sehr gut. Den muss ich blocken lernen. Jetzt. Nee. Das ist halt auch echt schwierig, weil ich nicht genau weiß, wann er das macht. Ne? Wann greift er damit an? Ah, ja, mein Freund. Wir bleiben schön auf Abstand. So. Nicht mit mir. Ja, schaffe ich nicht. Ja, ist cool. Können wir den Angriff machen? Nee, können wir nicht. Verängstigt, was? Ja, ich darf nicht in der Kombo drin bleiben. Irgendwie muss ich da rauskommen, bevor er die durchzieht, weil er nimmt mir sonst alles weg. Das war super. Jetzt habe ich endlich mal den Lichtschwertwurf geblockt. Also ich bin auf jeden Fall deutlich besser als mit der Parierstange. Das merkt man jetzt schon. Kriegen wir das damit mal hin? Ja, das war nicht schlecht, Leute. Das können wir häufiger nutzen. Das können wir sowas von häufiger nutzen. Oh, das kann man richtig gut nutzen. Das ist ja super. Alright. Oh, das ist nicht gut. Das war lucky ein bisschen. Wir haben auch noch fast unsere Slow Motion. Ein bisschen Abstand halten. Ein bisschen Abstand halten ist cool. Jetzt kommt das Schwert. Nee. Oh, jetzt kommt das Schwert. So ein Hund. Nein, das war dumm. Ja, das war mein Fehler. Och, jetzt mache ich aber auch Fehler. Jetzt mache ich dumme Fehler. Jetzt mache ich ganz dumme Fehler. Jetzt machen wir mal den hier wieder. Come on. Ja, die Hälfte haben wir. Ist okay. Zeitverschwendung. Hamma, mein Freund, ich mache ich platt. Und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Ich finde es echt interessant, dass ich so viel besser bin mit den 2-Einzelklingen im einfachen Duell. Ach, das ist Gold wert, das muss ich mir unbedingt merken. Dieser Block-Move, den ich da habe, der ist so
unfassbar stark. Ich mache ihm halt echt nicht viel Schaden, das muss man ja sagen. Das war jetzt ein dummer Fehler von mir, ja. Nee. So lassen wir uns jetzt hier nicht abfrühstücken, mein Freund. Das kann man super kontern mit den zwei Einzelklingen. Den Lichtschwertwurf, das ist mega geil. Oh, da habe ich irgendwie gedacht, ich könnte ihn attackieren, aber jetzt. Okay, come on, der hat noch ein Drittel, Leute. Er hat noch ein Drittel, wir haben nur noch zwei Stims. Wir haben dicke Fehler gemacht, das weiß ich. Das war zum Beispiel auch einer. Aber es ist nicht unmöglich. Amüsant. Sollten wir uns nochmal heilen vorher. Sonst wird das hier nichts. Ah, das wird eine knappe Kiste werden. Der darf nicht treffen, yes. Sehr gut. Habe ich leider nicht mehr meinen Angriff nutzen können, das ist ein bisschen schade, aber... Was willst du machen? Lieber einen Hit nicht kassieren. Oh, dass der noch ankommt. Lieber einen Hit nicht machen, als dass wir noch unnötig Schaden kassieren, so wollte ich sagen. Wir haben's! Also ein bisschen fertig bin ich schon, aber es war ein geiler Kampf. Ich freue mich auf das dritte Match mit ihm, aber meine Fresse, warum bin ich denn mit dem Parierschwert so viel schlechter? Der hat Moves drauf, da lohnt es sich einfach auf Schnelligkeit zu gehen, habe ich den Eindruck. Können aber gerne mal die Leute, die dann irgendwie den mit dem Crossguard machen, schreiben, wie sie mit dem klarkommen, weil ich finde, der hat so schnelle Angriffe, da lohnt es sich eher auf Schnelligkeit zu gehen, als jetzt auf pure Kraft quasi. Ich fand den so sehr viel leichter, muss ich sagen. Alright, Leute, Reinhard ist wieder drin. Let's go! Ein paar Druiden wegklatschen und dann holen wir uns den guten alten Ravis, hä? Huh? Oh mein Gott, ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen, dass ich hier wieder fast One-Shot bin, Mann. Hilfe! Oh man, hier könnte es nochmal richtig spannend werden, Leute. Mal schauen, was ihr mir hier für Gegner reingeben. Ach ja, ich kann das ja noch gar nicht. Magnerwachen. Moin. Links von mir ist auch noch einer. So nicht. Ich mach das lieber so. Gar keine Lust da drauf. Scheiße, ich muss auch hoch, oder? Oh mein Gott. Ich komm, was soll ich denn machen? Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie ist das passiert? Ich hab's geschafft. Hab ich so viel Glück gehabt? Ist hier noch mehr? Ja, hier ist noch mehr. Boah, der hat die... Ich wollte gerade sagen, was machst du denn da, Kel? Oh, der hat die Dings benutzt. Wie cool ist das denn gewesen? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Da kommen wir mal den hier. Hallo. Du auch. Oh, der lebt noch. Okay, wie kämpfen wir jetzt gegen Ravis, ist die Frage. Wir nehmen auf jeden Fall das mit. Ich bleib mal beim Parierstangen-Ding. Und Ravis, habe ich gehört, das soll mit einer der schwersten Bosse im Game sein auf Jedi Großmeister. Ich bin hart gespannt, wie der ist, Leute. Ich bin super hart gespannt. Ravis. Jedi. Let's go. Also gut. Was haben wir denn jetzt? Das Doppel. Klinge? Nee. Okay. Du das durch? In der ersten Phase dürfen wir eigentlich nicht viel verlieren, wenn wir es gut machen. Leider machen wir es nicht gut. Leider machen wir es bis jetzt gar nicht gut. Oh, der zieht aber gut Schaden ab. Okay. So, und jetzt nochmal den hier hinterher. Ach ja, der hat ja auch noch so Minen und Raketen und sowas. Oh, fuck my life, das wird gar nicht so leicht werden. Oh, jetzt zerfetzen ihm aber gut seine Rüstung bisher. Wir spielen super offensiv. Bis jetzt allerdings auch mit Erfolg. Das war sehr gut. Das ist sehr blöd, dass er jetzt noch nachsetzt. Ich glaube aber, gegen den kann ich auf jeden Fall mit dem Crossguard spielen. Das geht gegen den. Yes, okay. Erste Phase war sehr schnell. Ich habe auch sehr offensiv gespielt. Zweite Phase wird auch das Schwierige, Leute. Das wird das Schwierige. Crossguard ist aber auf jeden Fall ein Ding. Das kann man nehmen. Let's go. Enttäuschen. Haben wir denn hier irgendeine Machtkraft, die vielleicht gut ist gegen ihn? So nicht. Oh, das sieht schon weniger ab als eben. Kein einziges pariert, das war sehr schlecht, leider. Oh nein! Oh nein, oh nein! Oh mein Gott, der setzt doch mal nach! Okay, ich bin voll raus aus den Angriffsmustern bei ihm. Ich merk das. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann! Was hat denn der für ein Gewitter an Angriffen? Können wir den so runterhauen? Yes, können wir, okay. Ich meine, für den kurzen Moment.
Der trifft, ja. Was macht er jetzt mit mir? Tötet er mich direkt? Ich lebe noch. Heiler Angriff, habe ich noch nie gesehen. Wirf mal her. Erstmal ausweichen. Okay, alles cool. Geht das auch? Ja, das geht auch. Hey, die Hälfte haben wir immerhin. Das war zu offensiv. Das war super. Was? Das hat getroffen? Das hätte ich nie erwartet. Wenn er mich jetzt hat, dann bin ich tot. Nee, hat er nicht. Alles gut. Okay, komm mal, wir gehen in den hier rein. Alles cool. Ich wollte nicht in die Doppel-Zweise klingen. War mein Fehler! Nein! Oh, diesen Doppelangriff, den er da macht, der ist ganz böse. Das war ein Gefettfingert. Ich werde es nicht schaffen mit dem First Try, glaube ich. Komm nochmal. Yes, geil. Es könnte. Wie habe ich das verpasst? Komm! Nein! Nein! Och, das war so schlecht am Ende. Ah, ärgert mich das. Okay, es war knapp. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Jo, wie begrüßt er mich denn? Hallo? Das ist ja mal ein bisschen quatschen oder sowas. Jo. Hatte ich hier den... Hey, mach bitte. Hatte ich hier den schönen Vorteil, dass ich hier... die Machtenergie mitnehmen kann und jetzt macht er mir das alles kaputt. Na? So nicht. Das kriegst du erstmal wieder schön so einen Strike ins Gesicht. Na, trifft das? Ne, trifft nicht. Okay, alles gut. Das trifft. Ne, da hat er daneben geschossen, habe ich Glück gehabt. Im Nahkampf. Manchmal setzt er jetzt hier noch nach, aber vielleicht auch erst in der zweiten Phase, ich weiß nicht genau. Ja, jetzt setzt er nach. Guck mal, das ist richtig fies. Boah, was macht er denn jetzt mit mir? Okay, wir sollten ganz kurz ein bisschen... Das ist nur die erste Phase, I know, aber... So ganz, befreit von Risiko ist es auch nicht. Das war ja gut, super. Enttäuschen. Ich will nicht enttäuschen. So, wir gehen direkt in das rein, nicht wundern. Ich möchte aber direkt versuchen, hier möglichst viel Druck aufzubauen bei ihm. Das war nichts. Oh mein Gott, habe ich da gerade ein Glück gehabt. Ich sehe nichts. Kamera, please. Und runter mit dir, mein Freund. Neige dich dem mächtigen Cal Kestis. Scheiße. Neige dich dem mächtigen Cal Kestis. Neige dich. Jetzt aber Fun, neige dich. Neige dich nicht, weil ich... Oh, jetzt erwischt mir auch noch die Rakete. Es ist alles schief gegangen, was schief gehen kann. Bisschen Hilfe, Koppel. Der trifft mich nicht nochmal. Oh, was? Ich hab doch geblockt. Der ist einfach mal durch meinen Block gegangen. Okay. Hör auf zu quatschen und kämpf mit mir. Oh, da können wir richtig schön austeilen. Das ist echt nicht leicht einzusehen, wann seine Angriffe kommen. Weil die so richtig schön verzögert werden durch seine Keule, die er hat. Das ist so ein geiler Kampf, Mann. Einen Hit kriegen wir rein, ja. Das war riskant. War alles gut. Oh, der ist so schnell dafür auch noch. Wir könnten mal gerne auf den Nahkampf gerade gehen. Auf den Fernkampf. Wer macht da auch sogar für mich? Danke, Ravis. Wir dürfen nicht in seiner Combo drin sein. Der hat, glaube ich, was, womit er uns komplett das Leben wegzieht. Wenn er das durchballert. Okay, ja, jetzt gehen wir voll offensiv. Nicht wundern. Denn wir haben die Möglichkeit, hier ordentlich reinzuhämmern. Das ist super gewesen. Wenn wir jetzt nicht irgendwie noch ganz hart failen, dann sollten wir es eigentlich haben. Und weg mit dir. Oh, er lebt noch. Ah, nee, doch nicht. Geil, zweiter Try. Da war das Crosscut jetzt aber irgendwie deutlich besser, finde ich. Also, heute ist ja ein Boss-Tag, Mann.
Das wird aber auch geiler und geiler und geiler und geiler in dem Game, Mann. Das ist super cool. Okay. Ab geht's nach Hause. Geht's dann jetzt schon direkt zu Deggans dritten Kampf? Ja, ne? Oh ja, jetzt kommen die geilen Stellen. Boah, da hab ich Bock drauf. Augen auf, Koppler. Ein Eindringling. Hallo? Öffnen wir das Feuer? Erschießen wir ihn? Negativ. Dieses Kraftfeld widersteht allem, was die Einheimischen zur Verfügung haben. Jetzt können wir gleich das andere probieren. Autorisierte Person. Zurück. Abschaum. Ich will nur passieren. Alles, was nicht aus Durastahl ist, kann diese Elektronenwand nicht passieren. Sehr sicher. Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben unsere Befehle. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das, Abschaum? Du atmest imperiale Luft. Oh, sie riecht so gut. Verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Oh. Warum senkst du nicht dein Schild und wir finden's raus? Netter Versuch, Ungeziefer. Zu deinem Glück hat dieses Tor einen Fernschalter. Nur die Basiszentrale kann es öffnen. Ja, oder wir reißen dich in Stücke. Ruhe, Truppler. Ich erledige das. Verstanden, Sir. Dummkopf. Okay, wir machen extra nicht den Mindtrick, weil ich will ja gucken, was passiert, wenn wir reingehen einfach. Irgendein Eindringling! Nein, ich habe tatsächlich nicht mal den Angriff auf den hier gestartet. Das macht Kell anscheinend automatisch, wenn man hier durchdischt. Dieser Drehmove, den er da macht, das ist anscheinend, ist das so? Ach, wir haben Reinheit noch. Wir haben Reinheit noch nicht reingepackt. Das heißt, wir kämpfen hier gerade quasi normal. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube fast, das ist leichter so. Und weg. Aber ich glaube, ich bin mir eigentlich sogar fast sicher, dass es auf Höhe, die haben mir angetäuscht. Was war das denn für ein Move? Ich bin mir fast sicher, dass das so leichter ist. Mein Gott, ey, die schießen aber auch hier auf mich in Slow Motion mal wieder sogar. Alter, ist ja richtig cool. Und weg. Können wir den übernehmen? Ne, das sind die Special-Dinger. Das sind einfach die Special-Viecher, Leute. Fuck, fuck, fuck. Das war ein Fehler. Oh mein Gott, das war ein riesiger Fehler! Ich will wenigstens den Schauderpeak übernehmen. Wir müssen einen davon jetzt irgendwie ausschalten, von den zwei. Am besten den hier. Den Moho. Oh Leute, ich hab so einen guten Plan. Wir nehmen die hier. Hört mal auf, mich abzuschießen. Ich will euch noch mitnehmen. Wir nehmen die jetzt mit. Komm, du gehst da runter. Und du? Hab ich den auch richtig getroffen? Ja, der steht da auch unten. Okay, Leute. Jetzt schießt sie ab. Ja, das klappt. Das klappt halt wirklich. Die schießen jetzt auf die. Ich spiele das Schachspiel bloß in echten Dingen. Alter, die machen sogar gut Schaden. Den einen haben sie zwar erwischt, aber der andere macht gut Schaden. Einfach der beste Mann. Okay, come on. Wir machen das jetzt so. Den hauen wir weg. Und ich holen wir uns jetzt. Oh, das geht auch. Oh mein Gott. Warte, können wir den jetzt fliegen lassen oder nicht? Ich würde das gerne ausprobieren. Nee, geht nicht. Ich sehe gar nichts. Oh, bitte lass mich jetzt nicht sterben. Ned, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Was macht er denn? Er ist verpackt. Er ist im Boden versunken. Das gibt's ja gar nicht. So, und auf die Knie. Und zack. Oh, ich liebe den Rundumschlag. Ja, siehst du mal, war doch gar nicht so schwierig. Die lassen wir stehen. Die kleinen Fische. Haben wir sogar die zwei Legendary Bestien besiegt. Zwar nur mit ein bisschen Hilfe von meinen besten Freunden hier, aber na, das Imperium ist immer da. Alright, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal den Cut rein. Beim nächsten Mal geht es dann auf den Weg zu Dagon Gera und dem imperialen Basisabschnitt hier. Ich bin gespannt, wie es da läuft. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.